Gräben durchqueren, über Felsbrocken tänzeln und Steilhänge bezwingen. Und das Ganze mit tonnenschweren Trucks. Das ist die Truck Trial Europameisterschaft, die vergangenes Wochenende erstmals im Salzburger Land Station machte. Im Kieswerk Deiselbeton in Werfen fand der dritte Lauf zur Europameisterschaft statt. In den vier Wertungsklassen kämpften die Teilnehmer mit ihren bis zu 14 Tonnen schweren Trucks um jeden Punkt. Also wir haben einmal Wetterglück, wir freuen uns hier in Werfen sein zu können. Ich möchte gleich einmal an der Familie Deisel, an den Nachbarn Sand und Kies und vor allem auch an die österreichische Bundesforste ein Dankeschön sagen, weil die es ermöglicht haben, dass wir hier zum ersten Mal im Europameisterschaft im Truck Trial in Salzburg durchführen dürfen. Zuschauer scheinen begeistert zu sein, wir liefern einen spektakulären Sport und das Gelände ist fantastisch. Also wenn man da die Berge rundherum sieht, die Kulisse, es macht Spaß. Sieger ist, wer die fordernden Sektionen möglichst fehlerfrei durchquert. Strafpunkte gibt es etwa für das Berühren oder Auslassen eines Tores. Die Location hier vor Ort ist sehr schön. Das Gelände ist sehr anspruchsvoll. Es ist aber sehr gut gesteckt worden, so dass man die Möglichkeit hat, viele Sektionen und viele Tore zu probieren, zu fahren. Und die Möglichkeit hat auch, wenn ein Tor nicht funktioniert, andere Tore zu fahren. Doch was macht eigentlich die Faszination an diesem Sport aus? Truck Trial ist ja eigentlich Geschicklichkeitsfahren im schweren Gelände. Also wir fahren langsam, aber bis ans Kippen. Manchmal geht es auch drüber. Schon jeden Tag einer umgekippt, aber die Bagger stellen das wieder auf. Einfach wie gesagt, was passiert? Man weiß ja nie, was passieren kann. Gott sei Dank hatten wir ja noch nie schwere Unfälle. Wir haben zwar mal einen Überschlag gehabt oder mehrfach Überschlag, aber bislang haben wir noch nie groß die Rettung gebraucht. Und wenn gebraucht, dann aus Sicherheitsgründen, dann ins Spital zur Untersuchung. Abends war das Team wieder da. Da die Tore nur 3,5 Meter voneinander entfernt stehen, erfordert es höchstes Geschick von den Fahrern, ihre bis zu 2,5 Meter breiten Trucks durch diese hindurch zu manövrieren. Um die Übersicht zu bewahren, ist es auch wichtig, einen erfahrenen Beifahrer zu haben. Also es ist wichtig, dass der Beifahrer die Richtungswechsel notiert. Auch guckt, wie weit habe ich zur Stange, weil er kann die Beifahrerstange überhaupt nicht sehen auf der Beifahrerseite. Und da ist es halt wichtig, genau zu gucken, wie viel Platz habe ich, wie weit kommt er durch und kommen wir durch, ohne zu berühren oder ohne zu brechen. Die Truck Trial EM präsentierte sich als ein Sport zum Anfassen. Für die Zuschauer gab es die Möglichkeit, die Boliden genau zu betrachten und mit den Fahrern das ein oder andere Gespräch zu führen. Wir haben einige extreme Steilabfahrten und vor allem auch Steilauffahrten. Also die Autos quälen sich die Trassen hoch und das macht für die Zuschauer sicherlich auch tolle Fotos und ja. Ich sage immer gern, jeder Mensch hat ein bisschen seinen Vogel, mehr oder weniger. Und bei uns ist es halt das, also es ist wirklich gewaltig. Das Adrenalin mehr oder weniger, wie in jeder Sportart. Der Kampf wirklich und das mit dem Auto im schwersten Gelände umzugehen und an die Grenzen des Machbaren einfach zu gehen, ja, das ist das, was für uns die Sache so faszinierend macht. Auch die Kinder fanden ihren Gefallen an diesem Sport und sie konnten mit Modelltrucks bereits eifrig üben. Ein actionreiches Wochenende, das den Teilnehmern alles abverlangte und die Zuschauer begeisterte. Hoffentlich nicht zum letzten Mal hier im Salzburger Land.